Matzeis, Ohio, herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Colossus. Wir sind dabei, Kolossus Nummer 10 zu suchen. Und der befindet sich irgendwo da drüben. Und dann wollen wir da mal ohne lange Umschweife hinreiten. Wo hier erstmal die Schlucht ist, ne? Gut, das heißt, wahrscheinlich werde ich darüber müssen. Na, andere Richtung. Ach du blödes Pferd, ey. Da unten, sagst du. Okay, also darüber müssen wir so oder so. Ja, darüber müssen wir so oder so. Alles klar. Dann wollen wir da erstmal rüber marschieren. Wenn ich denn jetzt hier die Brücke wieder finde. Na, hier war doch noch eine Brücke, oder nicht? Waren hier nicht zwei Brücken? Das ist die lange und irgendwo gab es doch noch. Ne, das ist die kurze. Okay. Ich habe nichts gesagt. Das hier ist die kurze. Die brauche ich. Auch schon wieder sehr nach Schlucht aus. Ne, geht. Dann man immer geradeaus. Da ist eine Schlucht. Da müssen wir irgendwie mal rum. Oder? Nee. Definitiv nicht. Ja, dann werde ich hier mal außen rumlaufen müssen, ne?
Hier ist ein Eingang. Hier mal gerade speichern. Sieht scheiße aus. Ich hab's mir schöner vorgestellt. Also, und dann gehen wir hier mal gerade rein, würde ich sagen. Das so richtig ist? Keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall sehr nach einem Kampfareal aus hier. Ja. Hier bin ich schon goldrichtig. Ist vielleicht nur so ein Gefühl, aber ich glaube, der wird super nervig. Gleiche Taktik wahrscheinlich wie bei dem Fisch. Nur man sieht ihn halt jetzt nicht. Den Fisch hat man unter Wasser gesehen. Da wusste man, okay, er kommt jetzt hier gleich hoch. Aber das Vieh siehst du halt mal so überhaupt nicht. Auf einmal bin ich fast tot. Und ich weiß nicht so genau, was passiert ist. Und jetzt bin ich tot. Anscheinend. Das ist ja doof, ne? So, nochmal das Ganze. Weiß es halt nicht, was so genau die Taktik ist. Also ich habe halt gedacht, ich bleibe hier stehen, so wie bei dem Fisch, und dann kommt er hoch und ich springe dann drauf. Aber das führt halt nur dazu, dass ich aus irgendeinem Grund sofort sterbe. Wahrscheinlich darf er mich nicht unter den Sand ziehen, was ja irgendwie logisch wäre. Aber ich weiß nicht, wie ich ihn da besiegen soll. Ey Leute, ehrlich. Ich bin schon wieder fast tot. Da hat er mich nicht mal getroffen. Also das ist natürlich mal richtig kacke. Aggro. Ja. Ich muss mir jetzt erstmal eine Taktik überlegen. Also solange ich hier stehe, passiert mir, glaube ich, erstmal nichts. Aggro ist so ein bisschen am Arsch, aber... selber schuld. Kann man vielleicht irgendwie die Umgebung wieder nutzen für ihn, aber das... Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wäre halt hier drauf zu stehen, dass er irgendwie... mit dem Kopf hier vorrast, vor diese Insel. Und dann irgendwie benommen ist, weil... Ja, das ist ja ein toller Hinweis.
Also ich glaube nicht, dass ich da aufspringen und mich festhalten kann. Dann zieht er mich sofort unter Sand und dann... ich glaube, das bringt mir nichts. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich bin ja für jeden Ratschlag zu haben, aber ich habe im Moment keine Idee, was ich machen soll. Also das bringt mir gar nichts. Hier auf dem Sand zu stehen, das bringt mir gar nichts. Es muss schon irgendwie von dieser Insel aus passieren. Keine Ahnung, ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich tun soll. Zielt auf seine Augen. Ich sehe seine Augen doch gar nicht. Ich meine, danke für den Tipp, auf jeden Fall. Das kam jetzt gerade zur rechten Zeit, aber das ist jetzt auch leichter gesagt als getan. Seine Augen noch nicht einmal gesehen. Ernsthaft, hat das Vieh überhaupt Augen? Ich, also, bei aller Liebe, ich sehe da keine Augen. Ich sehe seinen Kopf nicht mal. Tja. Okay. Ich sehe seine Augen nicht. Ohne Witz. Ey. Sein Kopf ist vollkommen unter Sand. Also. Das ist ja alles lustig, aber. Keine Schnitte, Kinders. Keine Schnitte.
Ich könnte jetzt zum Schreien und könnte mich erstmal heilen. Ja, ist vielleicht gar keine so dumme Idee. Ey, ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie ich das machen soll. Zielt auf seine Augen, sagt er. Ich sehe seine Augen überhaupt nicht. Sein Kopf ist vollkommen von Sand bedeckt. Ich habe noch nicht einmal seine Augen überhaupt gesehen. Tja. Das ist ja echt spaßig. Ein Auge. Ach du Scheiße, ich muss von Agro aus schießen, oder was? Wie soll ich das denn machen? Oh, nicht ernsthaft, oder? Okay. Wow, was ist passiert? Wo ist er? Okay. Verstehe, weil ich sein Auge verletzt habe, ist er jetzt vor die Wand da hinten gefahren. Na, jetzt komme ich da doch niemals rechtzeitig hin. Kannst du doch haken. Okay. Es entwickelt sich eine Taktik. Keine, die mich begeistert, aber besser als gar keine Taktik. Das ist super übel. Hatte aber irgendwie auch was, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
bin zwar immer viel am Fluchen über die Kämpfe, aber das ist halt auch schon irgendwie Abwechslung, ne? Das ist jetzt nicht, jeder Koloss ist nicht unbedingt gleich, also das ist schon interessant. Und das Ganze jetzt von Aggro aus machen zu müssen, eine andere Taktik, glaube ich, gibt es überhaupt gar nicht. Finde ich schon gar nicht so schlecht. So, das ist unsere Aufgabe für den nächsten Teil. Das war Koloss Nummer 10, die üble Wüstenschlange. Und im nächsten Teil gibt es dann Koloss Nummer 11. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.